Wir sind hier als eine kleine Gruppe Deutscher und Amerikaner aus dem Programm des jüdischen Komitee, des American Jewish Committee. Und was tun wir hier? Wir arbeiten seit Jahren, das sehen Sie auch an diesem Programm, gegen Antisemitismus, für demokratische Bildung. Wir kümmern uns auch jetzt um die arabische Revolution und was bedeutet das für den Vorderen Orient, welche Chancen für den Frieden zwischen Israel und Palästina sind darin. Und ich finde es gut, dass wir es dieses Jahr auch an einem Tag haben, wo gleichzeitig hier auf diesem Platz der israelische Feiertag die Menschen zusammenführt.